zu bestellen. Und da ich ja Geburtstag heute habe, aktuell am 18. April, habe ich mir gedacht, ich tue mir mal selber mal was Gutes und ich beschenke mich einfach mal ein bisschen selber und bestelle mal was Klamottenartiges. Aber noch ein paar andere Dinge sind noch dabei, was nichts mit Klamotten zu tun hat. Sondern so ein paar Accessoires. Und ich dachte mir, dass es ja gewünscht worden ist, ein Fashion Haul mal zu machen. Und ich es dann bestellt habe. Die Ware ist angekommen, alles komplett. Kann ich heute dieses Video auch drehen? Es ist jetzt am frühen Abend. Ich habe heute ganz normal gearbeitet. Mein Cutie wurde aber natürlich von meinen Arbeitskollegen überrascht mit einem leckeren, wie soll ich sagen? Also, meine Kollegen haben mir ein Geburtstagstisch gerichtet mit wunderschönen Tulpen, gerade in meiner Lieblingsfarbe rosa, also pink so, und noch ein Yes-Törtchen mit einer Kerze drauf und ein bisschen Obst noch dazu, weil ich ja so gerne esse. So einfach als Überraschung. Und dann haben die mir ein Geburtstagständchen gesungen. Ja, fand ich so cute. Und ich habe den natürlich dann auch was mitgebracht. Also ein Käsekuchen hatte ich dabei, dann kleine Mini-Muffins, also Schoko und so Mürbeteig mit, so Schokostückchen. Und dann noch so Salzgebäck, so Käsestangen. Genau. Haben sie sehr gefreut. Genau, aber am Wochenende, da feiere ich dann. Und ich freue mich schon drauf. Genau, langes Intro. Ich würde sagen, let's go, ich beginne und ich zeige dir einfach mal, was ich bestellt habe. Also ich habe Shein bestellt, habe ich schon lange nicht mehr. Ich weiß, dass da jetzt vielleicht ein paar vielleicht Kommentare kommen wurde. Man sagt, warum bestellst du dort bei solchen Verhältnissen? Ich weiß, aber ich will mich jetzt auch nicht rechtfertigen. Ich habe dort schon lange nicht mehr bestellt, das ist schon lange her. Aber ich wollte einfach mal das gesagt haben, bevor vielleicht irgendwelche negativen Kommentare kommen. Aber ich hoffe, ihr seid nett. Ja, aber auf jeden Fall, egal. Beginnen wir jetzt mit dem ersten Oberteil. Ach ja, und es wurde sich auch noch gewünscht, glaube ich, von der lieben Verena. So ein Kleider-Scratching-Video. Und ich kombiniere das einfach jetzt mit heute, mit diesem Fashion Haul. So, beginnen wir jetzt, wie gesagt, mit dem ersten Oberteil. Da hätte ich hier einmal ein langärmiges Shirt, also Oberteil. Das geht über den Bauchnabel, es ist nicht so crop top, also es geht über den Bauchnabel mit diesen wunderschönen Rosen drauf, gefällt mir. Ich liebe es. Also ich liebe wirklich solche Blumenmuster. Und ich freue mich, das dann auch bald anzuziehen, wenn es wieder wärmer ist, weil jetzt ist wieder aktuell gerade ein bisschen kalt. Heute hatten wir blödes Wetter. Sonne, Wolken, Regen, Schneeregen. Ja, wirklich, der April, der macht, was er will. Ja, und ich habe mir einfach mal mich selbst beschenkt und nach langer Zeit mal auch so Klamotten bestellt. Genau, dieses Oberteil hat echt ein tolles, angenehmen Stoff. Finde ich echt pretty. Also schön. Mhm.
verstehe das Wetter echt nicht. Schick essen gehen möchte oder was vorhat, keine Ahnung.
echt gehypt, mein Cutie die ganzen Sachen dann zu tragen. Auf jeden Fall werdet ihr dann die Sachen bestimmt schon mal getragen sehen bei mir, wenn ich auch wieder ein Video drehe oder so. Allerdings heute nicht. Heute habe ich jetzt nicht die Muse, jedes Einzelteil anzuprobieren und dann wieder zu wechseln. Und ich bin ja eigentlich auch kein Fashion-Kanal. Ja. Aber ich denke, man kann das so gut auch sehen. City
Rome. Ja, in Blau-Weiß einfach dieses typische italienische, auch bei den Trikots. Ist einfach entweder blau oder weiß. Ja, und hier die italienische Flagge. Grün, weiß, rot. Ich hoffe allerdings nicht, dass dies dann irgendwann mal löst, die Schrift hier. Wenn man das halt dann öfters gewaschen hat oder öfters getragen hat, alles. Werden wir ja dann sehen. Öffnen, wenn ich es dann auch